Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Desert Online. Immer noch hier in dem kleinen Ort Florin. Weil ich habe nämlich jetzt gefunden, oder besser, ich habe auf die erste Zutat gedrückt, die wir verkaufen wollen, und die ja mal hier tauschen. Hier. Bei ihm hier. Und das sind wir tauschen. Das Inventar ist voll. Gut, dann geht das nicht. Kack. Hier, warte mal, hier, die hier. Wo ist denn das? Da. Gut, dann können wir erstmal eine Köpfe und Inventar leeren und dann machen wir das. Das hat so keinen Sinn. Keinen Sinn, ey. Hilfe. Gut. Dann machen wir das. Nein. Warten. Bisschen schneller. Und da wir sowieso wieder zurück nach Kolfilm müssen, ne, zum Getreidefarm, ist das auch nicht schlecht. Und wir müssen noch ein paar Steine sammeln, ne? Also so, ne, ja, doch, Steine sammeln. Weil wir haben ja noch den einen Quest mit dem Juwel in einem Stein. Ich weiß nicht, wie häufig das ist. Ich glaube, das ist jetzt nicht zu selten. Wir müssen noch helfen. So, ich hoffe, das ist nicht zu selten. Aber ja, werden wir sehen. Sind wir hier richtig? Ich glaube, ich bin gerade falsch. Ah ne, hier ist die Getreide. So, die Getreidefarm. Die wollten wir sowieso hin, aber egal. Ja, wir müssen erstmal nach Kelfion rein. Warte mal ganz kurz. Okay. Das geht alles. Alles logisch. Und wir können unser Pferd auch gleich nochmal ein bisschen. Erkrankte Kuh. Ernsthaft? Unser Pferd dann noch mal ein bisschen aufpäppeln. Deswegen lassen wir das mal hier stehen. Oh, was hat die denn dafür noch? Bist du? Schön. Schön, schön. So. Oh, hier ist auch eine Quest. Entdeckt den Wachposten der Riesen. Berskin Jurik will wissen, wo der Wachposten der Riesen liegt. Entdeckt diesen Ort. Okay. Machen wir vielleicht. Ne, nicht Wechselschuhe. Lager. Markt. So, die zwei. Ne, warte. Erstmal nur das Lager. Also das hier kann ich erstmal abfliegen. Das will ich freundlich. Und den Rest kann man kaufen. Achso, die Dinger behalte ich auch. Und das auch. Was behalte ich auch? Alle. Alles weg. Wenn wir es brauchen, kann man sich es entweder nochmal holen. Oder. Achso. Das muss man halt jetzt mal machen, sonst ist das Inventar halt überfüllt. Das Zeug noch. Das kann man nicht verkaufen. Ah, hier haben wir noch. Feuerblutblume. Was kann man damit machen? Kann man einfach verkaufen. Das kann man noch verkaufen. Hallo? Pilz kann man noch verkaufen. Die Dinger behalte ich mal. Ich muss die halt mal einsetzen. Das kann man noch verkaufen. Der Ring. Oh, Präzision plus 8. Das ist eigentlich nicht schlecht. Da habe ich weniger Verteidigung. Das mache ich. Den kann man einfach so verkaufen. So. Kann man den Ring rein.
Anstatt diesen Ring. Aber der hat mehr Verteidigung. Ja, aber... Obwohl, dann machen wir den rein, nach der... Okay, aber... Ja, ich weiß nicht, ist jetzt Verteidigung, da gehen wir eine Verteidigung mehr. Und von 84 auf 85. Aber so haben wir 8 Präzision. Nee, nee, das lassen wir so. Lassen wir so. Und die ganze Ausrüstung, die ich jetzt hier dabei habe, schmeiße ich auch mal raus. Außer die Axt, Spitzhacke, die lasse ich mal dabei. Und die ganzen restlichen hier, das kann man auch erstmal raus. Die Goldbarren auf jeden Fall. Hier, die Spitzhacke. Das da, dieses Blut, ich weiß nicht, was man damit macht. Kann man eigentlich, glaube ich, auch verkaufen. Das ist ein Eventzeug. Das kann man noch verkaufen, das geben wir noch ab. Gut. Achso. Das Blut kann man noch verkaufen, dann ist gut. Gut. Und das Lasso, die Lassos lassen wir auch erstmal hier. Wir wollen jetzt auch erstmal keine Pferde zähmen. Ne? Ja. Gut, und diese Kampf... So, jetzt müsste ich eigentlich auch mal reinmachen. Gut. Dann wird es langsam dunkel. Es ist 6 Uhr abends. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Nein. Holen. Okay. Ist total billig irgendwie. Das müssen wir zu ihm da. Gut. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht mehr den ganzen Weg zurückreiten, um diese Steine da zu verkaufen. Zu tauschen. Oh, da ist noch. Oh, da sind noch mehr Quests. Also kommen immer mehr Quests dazu. Alles. Ja. Schön, jetzt habe ich 400 Gold dabei. Ja, genau. Die Nebenquests, ich lasse sie erstmal. Achso, genau, Inventar. Denn wir wollen wir jetzt. Die hier haben wir verkauft, die hier. Das ist wirklich so weit weg. Ja, das ist wirklich der da hinten, oh Gott. Also wirklich einen ganzen Weg zurückreiten an. Oh nö, ja, das mache ich mal aufscreen. Das habe ich jetzt da. Nee. Mit den Federn. Wie weit weg ist das? Das ist auch so weit weg. Okay, dann lassen wir das. Na ja, gut, 604. Zisch. Ah, da müssen wir sowieso hin. Dann können wir das auch abgeben. Gut. Die nördliche Getreidefarm. Das ist ja unser nächstes Ziel. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen würde, wenn ich dieses Pferd nicht hätte. Oder was ein Pferd nicht hätte, wenn ich mir kein Pferd gekauft hätte. Oder wenn man sowieso kein Pferd hat, wenn man gar kein Pferd kauft. Na, kaufen kann man sicher Pferde. Das ist ja jetzt. Ich hätte mein Geld abgeben sollen noch. Ah ja. Was soll's. Und hier werden noch immer mehr. Quests. Also man muss wirklich erstmal alles wissen, dann kann man mehr Quests sammeln. Ihr habt Dorin geholfen. Tapfere Abenteurer wie euch findet man selten. Bestimmt. Alle. So. Wie viel habe ich denn jetzt? 500. Ich habe schon 116 Tonnen nur also lagert LT, ich weiß ja nicht, in was für einer Last. Also 100.000 Last. 100 Last. So. Unterstützung der Anti-Troll-Befestigung. Ja. Kelfion ist normalerweise freundlich, aber in letzter Zeit wurde es von Chaos geplagt. Farmtiere sind bösartig geworden und seltsame Dinge geschehen um die Ruinen herum.
Aber möglicherweise sind die Trolle das größte Problem. Sie haben gerade ihren Angriff begonnen. Die Tirina-Ritter wehren sie so gut es geht ab. Aber jeder Moment, der vergeht, ist riskant. Die Ritter werden sich freuen, euch zu sehen. Sie benötigen alle Hilfe, die sie bekommen können. Okay. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das. Gehen wir zu den Trollen. Es gibt auch gutartige Trolle, ne? Nicht so, dass es immer nur böse Trolle gibt. Und das ist sehr viel Getreide, was da lagert. Auf jeden Fall. Und mit allen, überall, wo noch so Fragezeichen sind, die müsste ich eigentlich alle mal ansprechen. Dass ich das Wissen über die habe, dass ich, ja. Das Wissen habe, weil das Spiel ist halt. Wenn du Wissen hast, dann hast du halt die Macht sozusagen. Dann kannst du immer mehr Sachen machen. Und ja. Deswegen sollte ich hier bleiben. So, lass mal das. So, und dann gehen wir mal da rein. Oh, die Trolle greifen an. Okay. Schön, schön. Ein Troll. Hallo. Anti-Troll-Befestigung. Kann ich hier eigentlich angreifen? Kann ich. Ja, das nervt hier ein bisschen, wenn die so Trolle sind. Ne? Hier ist der Nerv. Tschüss mit euch. Danke. So, haben wir jetzt Ruhe, können wir jetzt reden. André Vidal. Wir füttern keine Trolle. Okay. Selbst inmitten all dieser Angriffe zückt ihr nicht mal. Verblüffend. Trolle sind intelligenter, als sie aussehen. Sie sind keineswegs leichte Beute. Ihr wollt eure Dienste im Kampf anbieten? Hm. Ihr seht aus, als seid ihr aus Belenos. Hört ihr die Schreie? Okay. Und was? Das Donnern der Kanonen? Das ist Krieg. Der schmale Grat zwischen Leben und Tod. Viele gute Soldaten riskieren ihr Leben. Sie verteidigen die Straßen nach Kelfion und schützen dadurch ihre Familien und ihre Liebsten. Das ist nichts für Nachwuchsabenteurer, die ein wenig Action wollen, verstanden? Und jetzt geht mir aus der Sonne. Okay. Sollen einen Untergebenen treffen von ihm? Ah, hier. Hey, ihr seid doch Layla Yusei, oder? Na, sicher seid ihr es. Meine Augen täuschen mich nicht nie. Okay, also täuschen die sie immer. Gereizter Kommandant und einfühlsamer Untergebener. Aha. Das hat der Kommandant wirklich gesagt. Entschuldigt, aber ihr müsst ihn verstehen. Durch den langen Kampf ist er etwas gereizt. Und um ehrlich zu sein, brauchen wir momentan jede Hilfe. Und sogar Nachwuchsabenteurer sind uns willkommen. Die Situation ist sehr brenzlig. Sogar alte Veteranen schrecken davor zurück, uns hier zu unterstützen. Wir können uns so glücklich schätzen, so einen berühmten Abenteurer in unserer Reihe zu haben. Aber da ihr hier neu seid, solltet ihr euch erstmal einen Überblick verschaffen. Geht hoch auf den Wachturm, von dort könnt ihr das ganze Schlachtfeld überblicken und die Lage besser einschätzen. Okay, ups. Hoch auf den Wachturm. Gehen wir mal hoch auf den Wachturm. Okay, dann gehen wir halt außenrum hoch auf den Wachturm. So, einfach mal hier vorbei. Den Wachturm. Lalalala. Das ist ja nur Krieg.
Oh, was ist denn hier passiert? Leichnam der Wache. Der Leichnam eines Soldaten sieht noch recht jung aus. Das muss der Befreite sein, von dem Letief geredet hat. Leichnam untersuchen. Der Leichnam hat Blut an seinen Fingern. Sieht aus, als ob er etwas mit seinem Blut schreiben wollte. Aber die Umgebung sieht sauber aus. Schauen wir uns mal die linke Hand an. Eine Kette. Die Kette hat einen Anhänger in der Form eines großen Vs. Wieso hat er die Kette im Todeskampf noch festgehalten? Welche Botschaft wollte er hinterlassen? Das ist die Frage. Achso, jetzt sollen wir hier reingucken. Nee, warte mal. Ja. Die endlosen Reihen der Trollkatapulten sind zu stark. Ich denke, diese Basis wird bald besiegt sein. Okay, und da sind wir hier. Die Kanonen sind ausgerichtet. Trolle greifen von Zeit zu Zeit diese Stellung an. Es sieht nicht besonders gut aus. Okay. Dann gehen wir wieder runter, ne? Oh, jetzt wird's aber. Oh, oh, aua. Okay, es läuft. Eine Leiter für mehrere Leute. So. Also wieder zurück. Ja. Was? Andreas? Unfassbar. Das kann nicht sein. Wie ist es möglich? Lass uns das vorerst vor dem Kommandanten verheimlichen. Okay. Selbstmordkommando in der Wildnis. Um ehrlich zu sein, ist es unwahrscheinlich, dass ihr Verstärkung durch die Trina-Ritter bekommen. Und die Situation bei der Befestigung wird jeden Tag schlimmer. Wenn wir uns weiterhin eingekesselt in der Befestigung ledig verteidigen, wird die Schlacht bald verloren sein. Wir müssen zum Angriff übergehen. Wir brauchen ein Selbstmordkommando, das den Gegner hart trifft. Nur so können wir die Schlacht noch gewinnen. Doch meine Leute hier sind alles ausgebrannt. Wenn aber ein ruhmreicher Abenteurer wie ihr den Trupp anführt, werden meine Recken wieder Mut fassen. Also, Laila Jose, was sagt ihr? Wollt ihr uns aus dieser fast aussichtslosen Lage befreien? Nö. Macht er das jetzt nicht? Machen wir nicht. Wir gehen jetzt wieder weg und... Ja, okay. Dann mal los. Okay. Laila Jose, mein Untergebener hat mir von euch berichtet. Ihr wollt also den Streitkräften beitreten? Entschuldigt bitte mein eventuelles ungebührliches Verhalten. achso, warte. Ja. Menschenfressende Trolle. Oh Gott. Die Trolle waren früher zwar dumm, aber dennoch mächtige Kreaturen. Und erst vor kurzem wendeten sie sich gegen die Menschen, keiner weiß warum. Es scheint, als wenn sie vor kurzem angefangen haben, schamanische Magie zu nutzen. Die Befestigung wurde bereits von ihnen besetzt und wir sind in die Defensive gedrängt. Laila Jose, ich bitte euch, wir müssen mehr über diese Magie herausfinden. Jedes bisschen an Informationen kann uns weiterhelfen. Okay. Dann, okay, müssen wir sehr weit weg. Dann müssen wir wohl sehr weit weg. Ich würde sagen, ich lasse mein Pferd hier stehen, wenn es noch da steht. Ja, lass mein Pferd da stehen. Und gucken wir mal auf die Karte. Was sagt die denn? Gut, so weit weg ist das ja nicht. Ist ja hier, okay. Ich könnte auch dahin reiten. Nee, ich reite da nicht. Ich lasse mein Pferd hier stehen. Das ist sicher hier. Und, ja. Machen wir das so. Der Inventar ist aber auch leer, ne? Ja. Kann man ja wieder ein bisschen Sachen machen. ja.
Also tun die jetzt auch schwarz, also Magie beherrschen. Okay. Das, oh, da gibt es auch ein paar Quests, aber ja. Man muss ja jetzt erstmal nicht alles machen. Achso, ich muss Wissen über die sammeln. Okay. Dann sammeln wir mal Wissen über die Trollschamanen. Aber nur über die Schamane, nicht die anderen. Wenn die anderen halt da sind, dann muss ich die halt jetzt auch killen. Viele Schamanen gibt es aber gar nicht, ne? Oh, der hat aber einen langen Bart. Da haben wir schon die Trollschamanen. Jetzt müssen wir wieder zurücklaufen, ernsthaft? Hilfe. vielleicht nehme ich die Quest doch gleich mal an. Was habe ich da bekommen? Wo das Wald ist oder irgend sowas. So. Also die wurden verkauft. Ach so. Meine Sachen werden gerade verkauft. Schön, schön. Ja, verstehe. Der Quintenhügel, eine riesige Statue, die vorzeitig zu sein scheint. Das ist unglaublich. Ich sollte es meinen Vorgesetzten melden. Trolle sind intelligenter. Auch immer die zwei jetzt hier gekommen sind. Wie sind die zwei hierher gekommen? Jetzt mal ernsthaft. Also nochmal, Trolle am Boden, Menschen oben auf. Die größte Gefahr sind momentan die riesigen Katapulte der Trolle. Durch ihre enorme Kraft können sie sehr große Steine nutzen, was uns schon viele Verluste beigebracht hat. Einige meinen, wir sollten versuchen, sie zu beruhigen, da sie in der Vergangenheit auch eher kritisch waren. Aber das ist Schwachsinn. Wir müssen sie bekämpfen und besiegen. Es gibt keinen anderen Weg. Um das zu schaffen, müssen wir zunächst ihre Katapulte ausschalten. Ihr habt eure Befehle. Ich erwarte euch bald mit positiven Neuigkeiten zurück. Na gut, dann machen wir mal die Katapulte. Ja gut, okay. Kann ich eigentlich hier... Warte mal. Kann ich hier hoch? Dann über die Mauer... Hier runter. So. Geht ein bisschen schneller. Katapult. Katapult immer noch. Jetzt kaputt. Da haben wir die. Ich muss die ganze Zeit in den Keller laufen, das ist doch voll blöd. Also kann nämlich erstmal einfach sagen, was ich tun soll und dann. Hilfe. Manchmal kommt ihr nicht um die Ecke. Ich konnte das Zusammenbrechen ihrer Katapulte bis hierhin hören. Haha, das war geradezu Musik in meinen Ohren. Versorgungsrouten. Dank eures Schlages gegen die feindlichen Katapulte haben unsere Jungs da draußen wieder etwas Luft zum Atmen. Aber wir können jetzt nicht nachlassen. Wir müssen sie zurückbringen. Wir bereiten einen mächtigen Gegenschlag vor, aber dafür brauchen wir Vorräte. Ich habe bereits eine Liste nach Geld von Stadt geschickt. Laila Jose, würdet ihr die Nachschubroute überprüfen? Wenn die Soldaten wissen, dass der Nachschub durch feuchtfähigen Hände geschützt ist,
steigert das sicher die Moral. Cool. Gratuliert beim hinteren Vorratslager. Okay, dann machen wir das mal. Wir müssen jetzt patrouillieren. Na, bin ich mal gespannt, was das jetzt ist. Was wir da jetzt machen müssen. Muss ich jetzt hier nicht ansprechen? Heute sollten sich alle bei der Kapelle einfinden, um Bipasches Segen zu erhalten. Aber ich bin hier und muss arbeiten. Ich verstehe diese Leute einfach nicht. Okay. Uff, diese Fuhrmann hört einfach nicht auf zu reden. Ups, ich hab's bloß mit mir selbst geredet. Ich hab nichts gehört. Okay. Jetzt müssen wir noch mit dem Fuhrmann reden. Und müssen wir denn? Ja. Wann werden sie mit dem Beladen fertig sein? Die Elionischen Priester sind solche Faulpelze. Okay, was müssen wir noch? Mit dem hier? Ne, mit dem hier. Was hat euch Bipetsche erlaubt, hier zu bleiben? Wer? Vidal? Was hat ihn hierher verschlagen? Ja, das weiß ich doch nicht. Jetzt haben wir noch einen da oben. Wie komme ich denn da hoch? Da ist eine Treppe, die soll ich wohl nehmen. Guten Tag. Oh, leider José, was für eine Ehre, euch kennenlernen zu dürfen. Mein Name ist Gutaf und ich bin für die Versorgung des Lagers zuständig. Möchtet ihr die Vorräte inspizieren? Nun, nicht so gut. Im Moment läuft es eher schlecht. Ich versuche mein Bestes mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, aber ich mache mir Sorgen wegen der nächsten Schlacht. Was gibt es denn dahin? Wie geht es denen dahin? Okay. Dem Transportkommando nach greifen die Trolle von Zeit zu Zeit an, um unsere Vorräte zu stehlen. Der Transport scheint ihnen aber Probleme zu bereiten. Es gibt schon einen Grund, warum ich es euch sage, Laila Yosei. Es ist noch etwas ungewöhnlich bezüglich der Vorräte. Alles, was hier ankommt, entspricht nicht dem, was von der Versorgungsbasis freigegeben wurde. Nicht nur, dass die Qualität nicht mehr stimmt, die Qualität nimmt auch ab. Ich glaube, wir müssen die Kontrolle etwas anziehen, aber das ist mit diesem hinterlegenen Trollen nicht gerade einfach. Oh, wolltet ihr den Ort wissen, von wo die Vorräte freigegeben werden? Es ist in der Nähe des Nordtors von Kilfion Stadt. Möchtet ihr dorthin reisen? Oh, leider, José, was für ein... Ja, gut, das haben wir. Müssen wir jetzt dahin reisen? Dahin? Okay, dann müssen wir zurück. Oh, dann kann ich ja auch dann mein Geld mal abgeben. Wenn wir sowieso zurück müssen. Also dann los. Auf zurück nach Kelfion. Es wird auch dunkel, das wird auch Zeit, schlafen zu gehen. Nee, die Aufnahme war. Also ich nehme ja hier mehrere Folgen am Stück auf. Und eigentlich immer so im Zyklus des Tages. Das sind immer so 3 Stunden ungefähr. Weil nachts ist halt blöd hier zu spielen. Das ist zwar die Monsterstärke, aber es ist halt dunkel. Und das ist halt fürs Let's Play jetzt nicht so gut. Aber gut. So. Nee, muss ich jetzt hin? Ups. Bin ich jetzt hier richtig? So, ich musste gar nicht hier hin. Ah ja, was soll's. Dann bin ich schon mal zurückgeritten, dann kann ich... Mach ich trotzdem wieder aus jetzt. Kann man noch die Sachen, also das Geld ablegen, weil die 400.000, 500.000, die ich jetzt habe, die brauchen wir jetzt nicht mit uns rumschleppen. Also am Lager. Oh, ich habe einen neuen Bogen. Oh. Wie ging das denn? So. Gut, alles jetzt nicht. Wir gehen mal alles rein. Und dann... Nehmen wir mal so 50.000. Nehmen wir mal mit. Also ich meine, 50.000 kann man mitnehmen. Ja, den Rest, verkaufe ich dann mal unterwegs. Also in der Aufnahmepause. Und gut, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen.
Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal, wo wir wieder weiter die Trolle bekämpfen. Und ja, dann tschüss.